wurden immer gefährlicher. Gelsenkirchen angekommen und jetzt warte ich auf Momo und dann geht es auch mit der Straßenbahn weiter. Hallo. Ja, hi. Hi, Mustafa. Genau. So, Momo ist jetzt da. Ja, mit Bier auf dem Kopf. Ja. Und was sind das hier für Farben? Hannover-Farben? Nein, das ist S04. S04. Das muss S04. Genau. Und jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Arena auf Schalke. Ja. Jetzt geht es hier los. Okay. Gleich kommt hier die Bierpyramide von Momo. Er ist bald fertig. Die letzten zwei hier. Hallo, lieber Freunde Stadio. Herzlichen Glückwunsch zum SD. MSDV. MDSV. Glück auf. So, eins, zwei. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Glück auf! Yeah. 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 Ja! Das sieht doch mal gut aus hier. Ja! Jetzt braucht ihr die zwei. Zwei gar mittig. Das Momente, ja, Momente, das ist ein bisschen mehr gewesen. Hier nochmal Feinjustierung hier. Okay. Okay. Alles mittig, oder? Okay, super. So. Dankeschön. Glück auf. Glück auf und drei. Es geht weiter. Ja. Schaut mal, wie viele Fans ihn einfach umzingeln hier, Momo. Eine Legende auf Schalke. Mal sehen, wann wir ins Stadion reinkommen werden. So. Wir versuchen, zum Stadion zu kommen, aber ist hier gerade nicht möglich. Hier, Mo hat hier seine Fans. Es kann sich nur um Stunden handeln. Den kennen wir doch auch aus Magdeburg und aus Hannover. Momo, schaffen wir noch zum Stadion pünktlich? Ja klar. Ja, okay. Ich stelle, wir haben noch Zeit genug. Ich will, haben wir jetzt, ich guck mal jetzt. Noch 40 Minuten. Nein, noch mehr als 40 Minuten. Ja, 40 Minuten, ja, hast du dich. Du musst uns jetzt aber erklären, was mit dem Bier passiert da oben. Ja, die Bier blaben so. Ja. Wir hatten die ganze Zeit keinen Internetempfang und es sind nur noch 20 Minuten zum Spiel. Wir haben die Tickets nicht gehabt, aber jetzt haben wir endlich wieder WLAN. Ja. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Weltdienstarena. Wir sind jetzt drin, hat ein bisschen gedauert, aber wir schaffen noch den Spielanstoß. Es hört hier einfach nicht auf. Mal schauen, ob wir pünktlich reinkommen werden.
Wir sind immer noch unterwegs, wir versuchen immer noch ins Stadion zu kommen. Ja. Was soll man machen? Mo ist einfach zu berühmt. Nein. Aber wir kommen mal gleich. Ich lass mal nur. Hi, Glück auf! Glück auf! So. So. Ich muss von hier runter. Okay. So, zack. Sehr akrobatisch. Du hast es fast geschafft. Los. Komm. Super. Oh, ich muss das Wasser trinken. Ja, ich habe eigentlich Durst. Liebe Stadionfreunde, das erste Mal Weltdienst Arena. Dank Momo. Oh. Oh. Alles klar. Ich bin immer noch nicht am Platz angekommen. Mo bringt mich jetzt persönlich. So. Wir haben jetzt eigentlich unsere Plätze gefunden. Wir sind zurzeit in der 8. Minute. Es steht hier weiterhin 0-0. 0-4. FC Schalke 0-4. Ole! Nochmal zur Klarstellung. Nein! Dort drüben sind die Paderborner und dort vorne Schalker Ultras. Welchen Spieler meinst du vorhin? Wer ist der? Lass ihn wieder rein! Was ist los mit dir? Ich komme aus Bayern, er ist vorher krank, aber sehr, sehr gut. Und nochmal meine Cousin, die Raste, auch, er spielt sehr, sehr toll. 21. Ja. Und nochmal, wie heißt Hassan, aber gesund. Ja, jetzt inshallah, wir kommen Bruder nach oben. Das ist hier der größte Ultra hier von Ole, Schalke. Ole, 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 ole. FC Schalke 04. FC Schalke 04. FC Schalke 04. Er steht weiterhin 0-0. Thank you.
Nur das 1:0. So, wenn sich aber da keiner beschwert, dann ist es der Elfmeter. Normalerweise dreht die Trainer dann doch um. Und wenn sich da keiner beschwert, dann ist es auch nicht der Elfmeter. Wir warten hier auf den Videoassistenten. Ja! Und der Elfmeter wurde gegeben. Das ist natürlich gut für Hannover 96, die zeitgleich gegen Wiesbaden spielen. Glück auf! Also das ging heute ein bisschen schnell. Wir sind jetzt zu spät gekommen. Ich versuche mal, den Tag ein bisschen einzuordnen. Also Atmosphäre top, Plätze top, das Tor ist jetzt auch da. Ich hoffe, dass das einfach jetzt heute so weitergehen wird. Ja. Und das Bier steht immer noch perfekt. Paderborner, keine Stimmung da. Paderborner machen keine Stimmung. Keine Stimmung, da alles leiser. Wieder direkt im Keller. Das war die erste Halbzeit. Der Typ ist einfach so berühmt. Jeder will mit ihm ein Foto machen. Kurzes Halbzeitfazit. Schalke 04 führt hier 1:0. Es ist noch alles offen, es kann noch alles passieren. Aber was mich gerade etwas nervt, ist, dass Hannover in Wiesbaden 1:0 zurückliegt. Ich hoffe, dass das in der zweiten Halbzeit besser werden wird. Damit heute einfach der dritte Platz für Hannover möglich ist. So, es geht los in die 45 Minuten. Wir werden euphorisch erwartet von den Schalkern auf jeden Fall. Hier sind die 45 Minuten. Meine Mannschaft ist jetzt auch da. Er geht immer noch weiter hier. Yes, my yoga!
dass sie das in der zweiten Halbzeit nochmal rückgängig machen werden. Ich freue mich für ihn und für uns. Mit der neue Torschütze, Brian Jasper! Kann ich mal kurz den Leuten den Spielstand hören? Schalke? 2! Panama? Was war das vorhin für ein Tor? Barcelona Prime, Alter, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Hilfe! Hilfe! Brian, lass mich, Junge! Schaut euch mal einfach diese Fans an hier. Super! Oh! Das war nochmal knapp! Ja, Mann! Ja! 1-1! 1-1. Die Motivation geht wieder nach oben. Komm, 2-1. 2-1 für Hannover. Ah, okay. Dass Kiel jetzt führt, ist für uns natürlich nicht gut. Das Tor von Pondorf sehen war auf jeden Fall ein super Tor. Schalke führt weiterhin hier 2-1. So langsam wird Paderborn immer gefährlicher. Der Sieg steht auf der Kippe. Die 93. Spielminute, Schulwechsel beim Gegner aus dem Spiel. Schalke 04! Schalke 04! Wir sind mittlerweile in der 70. Spielminute und Schalke hat wieder das Ruder an sich gerissen. 61.475 Fans aus nah und fern, davon 3.832 Fans vom SC Paderborn. Und wir sind pinkelpacke voll, wir sind ausverkauft aufgrund dieser Sperrung, die wir vornehmen mussten. Danke an euch alle an 61.475. So schnell kann sich das Spiel drehen. Elfmeter für Paderborn und somit die Chance für das 2-2. Somit haben wir einen neuen Spielstand. Wir sind in der 78. Spielminute und es steht 2-2. Aber die Schalke-Fans haben noch nicht aufgegeben. Packe noch an!
60 Minuten. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Schauen, was in den letzten Minuten hier noch passieren wird. Also, wir sind hier in der Nachspielzeit und das Spiel ist hier noch nicht zu Ende. Hier kann noch alles passieren. Das war's, das Spiel endet hier mit einem 3:3. Das Spiel ist hier für Mohamed noch nicht beendet. Er hat über 90 Minuten diesen Turm hier auf dem Kopf gehabt. Liebe Steiger-Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht für den Algorithmus, macht die Kommentare voll, gebt ein Like und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dankeschön an Momo für die Einladung. Bitte. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.